Heute war das DFB-Pokal erste Runde. Nachspiel von Düren zwischen Düren und Bayern. Bayern hat es klar mit 0 zu 3 gewonnen. Tore sind in der 24. durch Choupo-Moting, durch den Neuzugang aus PSG. Er gesagt, er wurde halt, war halt freier Spieler. Und ja, ist ein ordentlicher Spieler. Sar hat die Vorlage gegeben. Thomas Müller macht eine 36. den Elfmeter klar. In der 75. macht Choupo-Moting sein zweites Tor im Spiel und zeichnet sich damit schon sehr gut aus, dass der kein schlechter Spieler ist. Bayern hat nicht mit ihrer besten Mannschaft gespielt. Die einzigen, die von der Hauptmannschaft kommen, waren halt Boateng, Süle und Davis und Müller. Die besten wurden, oder die anderen wurden geschont für die Liga. Düren konnte auch mit der Mannschaft besiegt werden. Ist aber auch nicht sehr schwer wahrscheinlich gewesen gegen den Fünftligisten, aber trotzdem hat sich der Fünftligist natürlich nicht schlecht bewiesen. Im ersten Spiel des DFB-Pokals gegen die Bayerner. Ja, solides Spiel. Ich glaube, Düren sollte auch nicht unverdient verloren haben. Ich meinte, ach, das meine ich nicht. Ich meine, Düren hat auch wahrscheinlich ein sehr gutes Spiel gespielt. Düren hat wahrscheinlich aber auch gar kein schlechtes Spiel geliefert und ja, war wahrscheinlich eine tolle Partie. Düren gegen Bayern war ein tolles Spiel. 3:0 zu Ende.